Hallo Leute und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Destiny. So, wir machen weiter in der Hauptstory und wir befinden uns gerade auf dem Mond. Hier haben wir ja schon ein bisschen was gemacht. Ich habe nebenbei auch noch ein bisschen offscreen gezockt, also ja, so ein bisschen halt. Und bin jetzt momentan 931, weil ich eben fleißig das Halloween-Event gemacht habe und da habe ich auch die schöne Waffe hier bekommen. Braytag Werwolf, 950. Und jetzt würde ich aber sagen, würde ich gerne hier oben mit der Hauptstory weitermachen. Festung der Schatten, komplettes Traumfluch-Rüstungsset erforderlich. Die kleinen Nebensachen habe ich schon erledigt. Ich müsste jetzt eigentlich alles haben. Schauen wir uns aber dann an, wenn wir dort sind, würde ich sagen. Wir porten einmal. So, und hier wären wir auch schon. Ich mache das Bildmachgerät an. Servus, Leute. Und wenn euch die Folge gefällt, lasst mir doch ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Würde mich alles sehr, sehr freuen. Und jetzt würde ich sagen, wir schauen uns jetzt gleich mal die Quest an. Dafür mit. Oh, was ist hier los? Was ist hier los? Okay, da darf man nicht reinfallen. Reinfahren. Sie ist das erste Mal. Keine Ahnung, was man hier machen muss. Das werden wir aber eigentlich gar nicht machen. Ich kann mal hier ab. Ich denke mal, das wird bestimmt für irgendeine bestimmte Quest sein oder so. So. Sind wir zwei Charaktere schon weiter wie mein Hauptcharakter? Mein Kumpels Zeit nicht so online kommt, deswegen habe ich die anderen jetzt ein bisschen auf Eis gelegt und spiele jetzt hier einen Titanen. So. Festung der Schatten. Genau, wir können es jetzt natürlich nicht aktivieren, weil wir das Rüstungsset nicht anhaben. Das werde ich jetzt aber anlegen, weil ich habe da nämlich schon alles. Ach, was mache ich denn? So, den Helm einmal. Die Handschuhe. Genau, sieht aus wie einer vom Mond. Und ich hoffe mal, ich kann da drin meine Rüstung wieder switchen. Ich könnte es ja rein theoretisch hochleveln, aber ich habe nicht so viele Punkte. Also ich wollte mir den ein bisschen aufheben. Wir schauen mal, ob ich es wechseln kann in der Mission. So. Ich würde mir jetzt gleich sagen, dass ich rausgeschmissen wäre. Stirb.
Ich habe nur so eine kurze Schadenszeit. Das ist eine schwere Munition, wäre geil. Schlacht kostete so viele Leben. Das Licht wurde so einfach geraubt. Im Licht existiert nur Schwäche. Wir gehen mal hier entlang. Ich weiß nicht, ob wir richtig sind. Oh, schaut schon nice aus. Aha, okay. Eieiei. Wir verstecken müssen hinter. Alter. Okay, ist ein bisschen schwieriger. So, natürlich keine Super mehr.
Heftiger Scheiß. Das Licht ließ Kate im Stich. Okay. Ließ ihn einfach tot zurück. Und verhinderte, dass er gerettet werden konnte. Okay, verstehe. Kann den nur mit dem Schwert anscheinend Schaden machen. Irgendwo ein Ritter. Unternahm nichts. Und so kam es zu einer großen Tragödie. Im Licht gibt es nur Tod. Gönnen wir uns eine Verschnaufpause. Unbekanntes Artefakt inspizieren? Dann machen wir doch mal. Ich glaube, ich müsste das Gebiet von den neuen Raids sein, da war ich auch noch nicht drin. Du hast es geschafft. Wir haben deine Hilfeschreie gehört und werden bald antworten. Wer bist du? Erkennst du uns nicht? Wir sind nicht dein Freund. Wir sind nicht dein Feind.
Wir sind deine Erlösung. Okay. Schau doch mal, was sie zu sagen hat. Iris. Sie sind nicht unsere Erlösung. Sie sind unsere Zerstörung. Es war eine Manipulation von Anfang an. Sie wissen, dass wir hier sind. Sie wissen, was wir gefunden haben. Das Artefakt, das du gefunden hast, ist wahrscheinlich verseucht. Sie wollten ja schließlich, dass wir es bekommen. Aber ein Schatz wie dieser ist zu wertvoll, um zerstört zu werden. Ich muss bleiben und ihn mit äußerster Sorgfalt studieren. Du wirst die Erste sein, die erfährt, was ich entdecke. Iris glaubt, was immer diese Dinge sind, sie wollen alles vernichten, was uns am Herz liegt. Iris nimmt dir das unbekannte Artefakt ab. Sie will es studieren in der Hoffnung, dass alles, was du in der Pyramide gesehen hast, dann einen Sinn ergibt. Die Frau kommt ins Spiel. In der Zwischenzeit plagen die Albträume weiterhin Teile unserer Galaxie und hinterlassen nur Leid. Wenn wir sie ignorieren, schwären sie und breiten sich aus. Wie lange, bevor sie die letzte Stadt erreichen? Wie lange dauert es wohl, bis unsere Freunde mit demselben Leid infiziert werden? Das werden wir nicht zulassen. Die Albträume müssen aufgehalten werden. Egal, was es kostet. Okay. So, sehr schön. Dann haben wir das auch abgeschlossen. Bitte eng mich nicht so ein. Mal gucken auf die Map. Hier ist alles abgeschlossen. Hier hätten wir jetzt wieder was. Kampagne, eine rätselhafte Störung. Das hatte ich doch schon, oder? Niemand sonst kann tun, was getan werden muss. Obwohl, Leute, ich glaube, das schauen wir uns in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Und, also wir schauen uns auf jeden Fall mal die Mission hier an. Und dann würde ich sagen, das ist nicht sein Mutter. Schauen wir uns auch noch, warte mal. Festung der Schatten, sprich mit Zavala. Okay, das muss ich leider erst machen. Essenz der Brutalität würde ich gerne machen. In Krisenzeiten war Iriana eine Ruhequelle. Wenn sie nur bei uns wäre. Genau, das schauen wir uns dann danach an. Well, ich habe dich im Stich gelassen. Dienstlog aktualisiert. Genau. Gut, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir noch ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Alles gern gesehen. Gut. Bis dahin, ciao, ciao, reingehauen, euer Andi.